Hallo zusammen. Es macht mich wirklich traurig. Es macht mich vor allem aber auch wütend und fassungslos, dass tatsächlich die meistgestellte Frage in der letzten Zeit, ich würde fast schon sagen in den letzten Jahren, diejenige ist, wie man am einfachsten oder wie man überhaupt mal Cannabis als Medizin vom Arzt verordnet bekommen kann. Denn viele Menschen erleben da leider ganz furchtbare Dinge, ganz echt menschlich zum Teil auch kaum nachzuvollziehende Reaktionen von den Ärzten. Aber ich möchte gleichzeitig auch die Ärzte in Schutz nehmen. Da gibt es natürlich auch viele Gründe dafür. Aber in letzter Instanz möchte ich heute euch einfach ein paar Tipps geben, wie es vielleicht klappt, dass ihr Cannabis von einem Arzt verordnet bekommt. Ich bekomme nämlich ganz viele von diesen Zuschriften und zuletzt hat mir einer auf Instagram geschrieben, der hat Bandscheibenprobleme und hat auch Depressionen entwickelt. Und hat tatsächlich schon eine ganz, ganz heftige Abfuhr von seinem Arzt bekommen. Ich möchte gar nicht drauf eingehen, sonst rege ich mich nur wieder auf. Auf jeden Fall hat er es nach meinen Tipps, die ich ihm empfohlen habe, die sicherlich nicht der Masterplan sind. Ja, also es gibt leider nicht den Weg, wie das klappen wird, aber diese Tipps haben wirklich schon vielen geholfen. Vielleicht ja am Ende auch jemandem von euch. Auf jeden Fall hat er 10 Tage später mir freudestrahlend, also nach seiner Kontaktaufnahme zu mir 10 Tage später mir freudestrahlend Nachrichten schicken können, dass er 40 Gramm Cannabismedizin verschrieben bekommen hat von einem Arzt und somit jetzt eben ein Cannabispatient ist und die weiteren Schritte hoffentlich bald auch einleiten kann. Das ist nämlich auch das, wo ich gleich ein bisschen drauf eingehen möchte. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass sich dieses Video wirklich an die kranken Menschen richtet, die tatsächlich glauben oder wissen, dass Cannabis als Medizin ihnen einen Nutzen verschaffen kann. Es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Cannabiskonsumenten, Freizeitkonsumenten. Es gibt ja nun mehr als genug, die nun diese Möglichkeit, Cannabis als Medizin verordnet zu bekommen, natürlich auch als Ausweg aus der Kriminalisierung sehen. Das kann ich tatsächlich, ich bin nicht der, der jetzt den moralischen Zeigefinger hebt, das kann ich tatsächlich sogar ein bisschen nachvollziehen. Ja, wenn man jahrelang oder gar jahrzehntelang kriminalisiert wird von unserem Staatsapparat, dann kann ich auch verstehen, wenn man sich mal einen Schlupfloch in diesem Apparat eben zunutze machen möchte. Aber die Ärzte müssen sich natürlich davor schützen und deswegen ist es auch leider für Patienten, auch deswegen ist es für Patienten schwer, an Cannabis als Medizin zu kommen. Ich möchte aber auch vorab betonen, man muss nicht schwerkrank sein, man muss nicht kurz vorm Sterben sein, um Cannabis als Medizin zu bekommen. Ich selber bekomme Cannabis gegen meine Neurodermitis verordnet. Da gibt es tatsächlich sogar von der Bundesregierung veröffentlicht einen Anspruch auf Cannabis als Medizin. Wissen tatsächlich auch die wenigsten, aber ist ganz spannend. Ich möchte euch empfehlen, nutzt unser starkes Gesundheitssystem aus. Wir haben doch wirklich ein gutes Gesundheitssystem, wo wir auch eigentlich mit zufrieden sein können, mit allen Schwächen, die auch mal dabei sind. Macht euch Termine bei 5 unterschiedlichen Ärzten. Das können Hausärzte sein, können auch irgendwelche Fachärzte sein, wenn das bei euch in Frage kommt. Aber das ist ja in Deutschland zum Glück kein Problem und die wissen auch alle nichts voneinander, dass ihr diese Termine macht. Und dann informiert ihr euch über eure Krankheit. Idealerweise habt ihr schon Befunde von früher natürlich, dass ihr nicht ganz bei Null anfangen müsst, sondern der Arzt einfach schon mal eine Expertise hat von einem anderen Arzt, was eure Krankheit überhaupt angeht. Oder ihr druckt auf jeden Fall auch ganz viele Informationen aus, Erfahrungsberichte, Studien, alles, was ihr dazu findet, druckt das aus und informiert euch vor allem auch selber. Und dann würde ich empfehlen, einfach weil es ganz oft entweder Abwehrreaktionen bei den Ärzten gibt oder auch Unwissenheit oder auch Leute, die das natürlich immer noch stigmatisieren, die einfach sagen, das ist eine Droge, das ist kein Medikament. Solche Ärzte gibt es tatsächlich auch immer noch ganz viele in Deutschland. Das ist kaum zu glauben. Also informiert euch und dann geht ihr dahin und fallt nicht gleich mit der Tür komplett ins Haus. Erzählt vielleicht so eine kleine Notlüge, wenn ich das mal empfehlen darf. Sagt, ein Bekannter von euch hat euch darauf aufmerksam gemacht, dass das doch bei euren Leiden auch als Medizin in Frage kommt. Ihr habt das vielleicht mal probiert, vielleicht im illegalen Bereich. Ihr könnt vielleicht auch sagen, ihr wart in Holland im Urlaub und habt das da dann einfach mal probieren können und habt gemerkt, dass euch das bei euren Leiden, welche das auch immer dann sind, helfen kann. Und fragt den Arzt dann, ob ihr das nicht als Medizin aus der Apotheke bekommen könnt. Fragt aber vielleicht nach einem Privatrezept, da gehe ich gleich noch drauf ein. Vor allem fragt ihr aber nach einem Arzneimittel. Sagt ihnen gleich, ihr habt jetzt natürlich auch überlegt, dass ihr euch das irgendwo am Bahnhof oder im Park irgendwo kaufen könntet, aber ihr wollt das natürlich in einer geprüften Qualität haben und mit Deklarierung, was da überhaupt drin ist. Das macht ja auch nur so wirklich im therapeutischen Bereich Sinn. Und dann fragt ihr nach einem Privatrezept, denn es ist tatsächlich so, dass jeder Arzt euch beim ersten Besuch Cannabis auf Rezept verschreiben kann. Mit Einschränkungen vielleicht von Tierarzt und einem Zahnarzt, um das noch kurz zu komplettieren.
Aber ansonsten kann euch das jeder Arzt verschreiben. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dieser Arzt mitmacht und dann habt ihr schon mal ein Privatrezept, ihr habt schon mal den Patientenstatus, ihr könnt euch einen Cannabis-Ausweis, einen Patientenausweis holen und könnt dann die weiteren Schritte einleiten. Oder der Arzt sagt nein, dann regt euch, wenn fragt ruhig mal nach, warum denn nicht? Ihr wisst doch, dass es euch helfen kann, warum müsst ihr jetzt andere Medikamente nehmen oder warum auch gar nichts? Denn diese Austherapiertheit, die man früher mal noch haben musste, die gibt es heute tatsächlich nicht mehr. Ihr müsst nicht erst alle verfügbaren chemischen Medikamente ausprobiert haben, um Cannabis verordnet zu bekommen vom Arzt. Der Arzt kann euch das, wenn er möchte, beim allerersten Treffen verschreiben. Es ist leider so, dass die bürokratischen Hürden für eine Kostenübernahme von der Krankenkasse, ob bewusst oder unbewusst, lasse ich mal dahingestellt, von unserer Bundesregierung sehr, sehr hoch gehalten wurden. Das heißt, der Arzt hat einen enormen Aufwand, wenn er Cannabispatienten mit Kostenübernahme oder die Kostenübernahme für sie in Anspruch nehmen möchte oder beantragen möchte, so rum. Es geht so weit, dass ein Arzt, glaube ich, der nur Cannabis-Patienten mit Kostenübernahme hätte am Anfang, ich glaube, der würde gar nicht überleben können. Ja? Also ich glaube, da verdient man dann gar nicht genug dran als Arzt. Deswegen ist das auch ein bisschen schwer. Aber vielleicht habt ihr eben so schon mal, und das verspreche ich euch, wenn ihr dieses bei allen 5 Ärzten macht und dann einfach auch mal nachfragt, ein bisschen nachhakt und aber auch überzeugt und bestimmt am Ende sagt, ihr wisst, das ist eine Medizin, die euch helfen kann oder sogar schon geholfen hat, warum der Arzt euch das denn nicht auf Privatrezept einfach mal verschreibt, damit ihr das wenigstens weiter ausprobieren könnt. Ihr müsst noch gar nicht so überzeugt sein, dass ihr nur diese Medizin haben wollt, aber ihr wollt das jetzt endlich mal in einer therapeutischen Qualität als Arzneimittel aus der Apotheke ausprobieren. Denn da gibt es inzwischen über 100 verschiedene Sorten und die helfen dabei ganz unterschiedlichen Leiden. Das kann man aber auf einem Schwarzmarkt so eben nicht erforschen, sondern dafür braucht man vielleicht idealerweise tatsächlich eine Deklarierung, wie sie in der Apotheke stattfindet. Und ich bin mir sehr überzeugt, bei einem dieser 5 Ärzte schafft ihr das tatsächlich, dass ihr so ein Privatrezept bekommt und dann könnt ihr tatsächlich damit, falls der Arzt auch keine Lust hat, euch da jetzt so eine Kostenübernahme zu beantragen, aber auch wieder mit dem Fachwissen, wie dieser ganze Antrag läuft und die Bürokratie dahinter, unterstützt da vielleicht auch die Ärzte, wenn ihr dann das weitere Fachwissen habt und nochmal weiter die Bestätigung, dass dieses Arzneimittel euch bei eurer Krankheit hilft, dann geht ihr wieder zu Ärzten, entweder zum gleichen natürlich idealerweise oder zu weiteren, sagt dann auch schon bei dem nächsten Arzt, hey, mir hat das schon mal ein Arzt verordnet, aber ich kann mir das einfach nicht leisten und wir haben doch einen starken deutschen Sozialstaat. Ich möchte das bitte, wie andere Medikamente auch, von meiner Krankenkasse übernommen bekommen. Dann bin ich ganz sicher, findet ihr da auch, wenn ihr da selbstbestimmt und vielleicht nicht zu forsch agiert, auch einen Arzt, der euch vielleicht aber erst im zweiten, dritten oder vierten Schritt auch die Kostenübernahme beantragt. Man kann wütend sein auf die Ärzte, aber versucht es vielleicht auch mit Verständnis. Und das Allerwichtigste ist aber, habt Fachwissen. Die Ärzte werden, wie gesagt, bis heute noch nicht vernünftig im Bereich Cannabis als Medizin geschult. Das heißt, es gibt ein paar wenige, die sich mit der Materie auskennen, weil sie sich damit auskennen wollen. Aber die Mehrheit kennt sich eben nicht damit aus und deswegen ist es natürlich auch sehr schwer für einen Arzt, euch mit Cannabis zu behandeln, wenn er selber gar keine Expertise darin hat. Das heißt, ihr solltet das nötige Grundwissen mitbringen und dann auch die nötige Überzeugung, dass es am Ende klappt. Ich drücke euch ganz fest den Daumen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, als ihr Cannabis vom Arzt verordnet bekommen haben wollt. Ich habe da wirklich schon Schauermärchen gehört und deswegen hoffe ich wirklich inständig, dass diese Empfehlung vielleicht dem einen oder anderen helfen, seine Leiden, seine Schmerzen oder sonstigen Probleme schneller zu lindern, als das ohne dieses Video möglich gewesen wäre. Ich wünsche es mir auf jeden Fall und wünsche euch eine gute Zeit.